Hallo zusammen, hier eine Aufgabe zum Thema Selbstkosten. Wie immer an dieser Stelle könnt ihr das Video anhalten und die Aufgabe lösen. Kommen wir zur gemeinsamen Lösung. In Teilaufgabe A sollen wir den Gewinn und den Gewinnzuschlagsatz in Prozent berechnen. Was haben wir gegeben? Wir haben gegeben das Fertigungsmaterial, Materialgemeinkostenzuschlagsatz, Fertigungslöhne, Fertigungsgemeinkostenzuschlagsatz sowie den Verwaltungs- und Vertriebskostenzuschlagsatz. Somit können wir die ganz normale Formel nehmen und berechnen die Selbstkosten, indem wir sagen Fertigungsmaterial plus Materialgemeinkostenzuschlagsatz ergibt die Materialkosten, die Fertigungslöhne plus den Fertigungsgemeinkostenzuschlagsatz ergeben die Fertigungskosten. Materialkosten plus Fertigungskosten ergeben die Herstellkosten. Und somit kommen wir auf 55.875 Euro als Herstellkosten. Hiervon 20% Verwaltungs- und Vertriebskostenzuschlagsatz ergibt insgesamt 67.050 Euro an Selbstkosten. Die Nettoumsatzerlöse aus dem Verkauf sind 72.414 Euro. Das heißt, der Gewinn, Erlöse minus Kosten sind 72.414 minus 67.050 ergibt 5.364 Euro als Gewinn. Wie hoch ist nun der Gewinnzuschlagsatz? Wir nehmen den Gewinn und setzen ihn ins Verhältnis zu den Selbstkosten. Also 5.364 Euro geteilt durch 67.050 Euro mal 100, um einen Prozentsatz zu bekommen. Und damit erhalten wir einen Gewinnzuschlagsatz von 8%. In Teilaufgabe B werden die Fertigungslöhne um 20% gesenkt und es entstehen Sondereinzelkosten des Vertriebes in Höhe von 1.850 Euro. Das heißt, wir können wieder die Formel wie bei Teilaufgabe A nehmen, Fertigungsmaterial, Materialgemeinkostenzuschlagsatz ergibt die Materialkosten. Jetzt müssen wir die Fertigungslöhne nehmen und hiervon 20% abziehen. 16.000 minus die 20% sind in dem Fall 3.200 Euro, ergibt 12.800. Auch hier wieder der Fertigungsgemeinkostenzuschlagsatz mit 110% dazu, ergibt Fertigungskosten von 26.880. Insgesamt ergibt das Herstellkosten von 49.155, dann wieder der Verwaltungs- und Vertriebskostenzuschlagsatz von 20% und jetzt kommen hier noch die Sondereinzelkosten des Vertriebes mit 1.850 dazu. Somit erhalten wir Selbstkosten von 60.836 Euro.